Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi, meine lieben Nemos, und willkommen zu einer ersten Folge von Banished. Ich bin's, euer Nobody. Danke fürs Einschalten. Ja, ihr habt richtig gehört, Banished. Davon möchte ich jetzt ein Let's Play machen. Vorerst möchte ich vielleicht davon erstmal so, keine Ahnung, 5 Folgen bringen. Jeden Freitag immer eine Folge. Samstags gibt's auch von anderen Spielern etwa 5 Folgen und sonntags auch von einem anderen Spiel. Und dann, wenn ich von jedem dieser 3 Spiele 5 Folgen ungefähr rausgebracht habe, vielleicht sind es mehr, ich weiß es noch nicht, werde ich mich für eins entscheiden, dass ich daraus ein fixes Let's Play mache, bis ich mit dem Spiel soweit in etwa durch bin. Und dann kommt das nächste Spiel dieser 3 dran. Ihr werdet Samstag und Sonntag werdet ihr verstehen, weshalb ich das so mache. Und ich werde erstmal noch nichts darüber verraten. Über Banished, ich habe das vor ca. 2 Jahren oder waren es 2,5 Jahren kennengelernt in anderen Let's Plays, habe mir das angeguckt. Hab gerne zugeguckt, muss ich sagen. Und ja, nicht lang schnacken, ich möchte euch auch dran teilhaben lassen. Mach mal hier mal New. Hallo? New? No Man's Land. Wie wäre das? Gut, ja. Terrans heißt Medium. Okidokli. Fischers Fritz fischt frische Fische. Genau. So. Erstmal. Genau. Leertaste ist in so einem Spiel, in so einem Genre des Spielers bester Freund, ist pausiert. Gut. Schauen wir uns mal schnell das Spiel an. Ich kann mit der Maus mich bewegen. Ja, wenn ich nicht gerade aus dem Bildschirm habe, also rausgehe. Deswegen verwende ich mal A und E. Oder W. Und mit E und Q kann ich rotieren. Gut. So, hier kann ich die Geschwindigkeit erhöhen. Hier habe ich Zuweisungsmöglichkeiten. Gebäude bauen. Wege bauen. Storage, okay. Okay. Forst. Machen wir erstmal einen Förster. Dann machen wir uns erstmal einen ganz einfachen Weg. Ja. So. Ich sagte ja noch erstes. So. Ja, ihr Lieben. Dann sehen wir das da. Das da, das da, das da. Dann müssen wir ans Essen denken. Wir wollen essen. Ne? Das ist was Schönes ab und zu. Machen wir mal ziemlich schön. Zwölf mal zwölf. Machen wir 12 mal 12. Machen wir hier ein Stück Weg. Ja. Pingeling. So, was haben wir denn hier? Okay, ich verstehe. Das hier so machen. Ah, ich muss mich dran gewöhnen mit WASD. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Da haben wir hier die Möglichkeit, das. Das nochmal. So, hier habe ich Bock. Move. Na, gucken wir mal. Zuweisung. Ich brauche machen wir mal 2 Förster. 4 Farmer.
etwas Bilder. Mach mal erstmal. Ich weiß, es ist viel. Go. Das ist viel. Aber es soll auch schnell vorangehen. Squash, Wheat, Peach. Ja, warum nicht? Warte mal, was habe ich da gewählt? Nein. Ich glaube, ich habe da Bockmist gemacht. So, denn was ich machen wollte, war das. So, danke. Mach mal Weed. Nee, Squash. Komm. Habt ihr Abwechslung? Macht hinne. Seid fleißig, seid produktiv. Erstmal Cut. Wichtig. Warum nicht? Machen wir hier hin ein Storage. Storage. Genau. Da können wir anfangen, für den Winter vorzusorgen. Mit R und T drehen wir die Gebäude. Zwei Bilder. Ah, das können wir auch gleich ändern. Das. Habe ich das? So. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Eine Sache. Es gibt doch bestimmt einen Brunnen. Danke. So, gut. Ich finde so Musik beruhigend. Irgendwie so basic, so. Ich kann es schlecht ausdrücken. Ja, ihr müsst mal gucken, dass er schnell Häuser kriegt. Ich habe auf meinem Kanal ja auch noch so eine Liste, unbedingt reingucken. Dann sind da Musiker, Sängerinnen und Sänger, die in der Lage sind, mehrere Töne zeitgleich zu singen, polyphon. Und was da rauskommt, ist richtig genial. Ich habe kurz mal pausiert. Ich zum Beispiel kann auch so gesehen polyphon pfeifen.
Das hört sich richtig geil an. Wenn ich sage normal, aber dann mache ich statt. Okay, das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel. Da sind mehrere Töne zeitgleich, mehrere Sachen, die man macht. Es ist interessant. Und wenn man sich vorstellt, pfeifen ist dann noch einfacher. Aber singen, wenn jemand wirklich so... Guckt euch mal die Videos an. Es ist nur eins. Ah, also wow, Chapeau. Und jetzt geht's weiter. Hat der wirklich hier so komisch gepfiffen? Ja, hab ich. Das ist nie passiert. Ah, komm, Spaß ist immer noch. Das ist gut. So. Der Fischer steht noch nicht. Ich bin besorgt. Erntet bitte. Was ist Mangel? Firewood, nein. I need some wood, Mann. Jetzt ist die Frage der Fragen. Firewood. Wie kriege ich das Firewood? Kriege ich das nur mit dem Woodcutter? Machen wir mal kurz weiter. Ey, bring doch mal Firewood hier rein. Okay, es hat keinen Sinn. Was braucht ihr? Food is low, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Die sind doch gerade am Abernten. Ach, Leute. Gut, Firewood, okay, I understand. Und go. Bitte, baut das, bitte, baut das. Jetzt haben wir ein Problem. Die erfrieren mir gleich. Das hier ist doch egal. Macht Feuerholz, zack, zack. Okay, jeder hat jetzt Essen, aber Holz ist Mangelware. Geil. Aber immerhin. Moment. Das und dann kannst du einfach. Nee, wir müssen wieder Holz. Wie? Fisherman's Friend. Fisherman, bitteschön. Bitte, wir brauchen Essen. Nonstop. Wie viel es geht, sag ich. Und. Ja, bitte. Firewood, bitte. Wärst du so nett? Danke. Woodcutter haben wir einen. Ja, jetzt wird's kalt, jetzt haben wir ein Problem. Ja, bitte Firewood, bitte. Ja, toll. Ja, okay. Was brauchen wir? Sag's mir. Das hier ist gerade für mich ein Krimi. Firewood, ja, ich weiß.
Komm, zieht aus. Wir brauchen mehr Holz. Komm mal, go. Ah, ihr habt alle Holz. Ihr habt alle Holz. Das ist schön, das ist schön. Bringt es zum Woodcutter. Wir haben Essen. Was braucht ihr jetzt? Ja, es ist ein haarscharfer Krimi. Laborer, machen wir mal Woodcutter und... Komm, Gatherer. Ja, macht hier Firewood. Bedient euch, es müsste ja genügend Firewood hier sein. Firewood 60, hier ist eine Reserve. Holt euch doch genau da Firewood raus. Logs 182, krass. Krasser Dudes. Nichtsdestotrotz, ich habe Angst, dass das Essen sehr knapp wird. Gatherer hat. Stimmt, da war ja was. Kommen wir hier hin. Und ich würde gerne dieses. Angepflanzt. Echt krass. Haben wir etwa schon jetzt echt den ersten Winter überstanden? Krass. Oh, ich beschwere mich nicht. Ich freue mich. Was warst du nochmal? Hunting Cabin. Habe ich keinen Hunter? So, bitte jagen. Da muss auch Wild in der Nähe sein. Da kommt das wilde Wild. Kein wildes Wutz, aber das Wild. Hunter, los! So, was ich jetzt auch noch. Ist es möglich? Mal, ob wir Nachwuchs bekommen, das wäre schön. Ich habe das Gefühl, wir werden sehr bald sehr viel mehr Felder brauchen. Und mit sehr bald meine ich jetzt sehr wahrscheinlich schon Cropfield. Da, remove. La 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 la. Was soll hier ran? Wheat.
weiß nicht, ob es noch Zeit dafür ist, aber probieren wir es mal. Auswählen, Pflanzen, go. Fisherman. Wir brauchen Fisch. So, wie sieht's hier Firewood-mäßig aus? Boah, ihr habt hier einiges Firewood. Firewood 232. Also, du solltest nochmal Plant. Wir brauchen nämlich wieder Bäume. So, und dann brauchen wir nochmal einen Fisherman. Danke. Also das Spielen, muss ich sagen, macht richtig viel Spaß. Auch wenn ich das jetzt in dieser maximalen Geschwindigkeit, ich bin ja im Faktor 10, glaube ich, ne? Genau, laufen lasse, ist es noch entspannt. Man muss halt nur aufpassen, weil besonders die Winter sind in solchen Spielen sehr kritisch. Und ja, zu schnelle Expansion generell. Ja, und in Kombination mit einem Winter. Jetzt dürfte ich aber erstmal so in etwa einigermaßen abgedeckt sein. Zwei richtig gute Felder. Das andere, das ist ein Mach, aber ich glaube nicht, dass ich das zeitlich noch schaffe. Wir sind bei 80-90%. Oh, das ist schon fast bei 100%. Ja, nee, das hier, glaube ich, ist für den Allerwertesten gewesen, aber im nächsten Jahr. Oh, und ich habe auch hier wieder... Wow, wow, wow. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Machen wir noch ein Gatherer? Ich weiß nicht, wie funktioniert das mit einer Herde? Probieren wir das mal. Im schlimmsten Fall reißen wir es nochmal ab. Also. Oh, wir haben Schwimmen oder Laufen? Ich glaube beides. Bilder. Was kann ich noch machen? Ich mach schon mal eins in Herdsman. Tatsache, die ernten ab. Also habe ich nur eine gute Ernte. Was ist, Loks. Ja, Loks. Ich glaube, wir müssen uns Tiere holen. Wie geht das? Das ist eine Nummer. Warum? Hm.
sehr seltsam. Okay, machen wir das so. So, ihr müsst doch genug haben. Ach, natürlich, ich vergaß. Also Feuerholz, Essen und so müsste jetzt echt gut sein. Was fehlt? Ja, was macht ihr? Ihr werdet erfrieren, wenn ihr da weiter hockt. Findet ihr den Weg nicht mehr? Okay, gut, Bilder mal 3, fahren wir mal 3, halt mal 1, mal. Ja, gut. Ja, das ist ein Schlag, es ist schade. Aber ich verstehe gerade nicht, warum ihr ausgerechnet das jetzt. Zerfriert er nicht mehr. Ich sehe jetzt nicht, was ich hier mache. 21 von 24, gut. Okay, mach, mach, mach. Bitte, bitte, bitte. Bitte in die Brücke und dann bitte hier rein. Fertige Ressourcen geht zu holen, Mensch! Muss ich echt die Brücke bauen und dann das überhaupt jetzt hier das erkennen und holen? Ich weiß es nicht.
schön, aber das hier. Soll doch Stein. Naja. Noch zwei und dann ist das Iron? Ach, ich habe Iron ab? Okay. Okay, Brücke bitte als nächstes. Danke. Stimmt so bei 90 oder 95% Pause. Oder 99, nur mich zu ver... Ne? Hat es geschafft. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich zieh den Loot. Und jetzt wird fleißig gesammelt. Das ist doch wunderschön. Das ist doch wunderschön. Her damit, nyam, 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 nyam. So, was wir jetzt unbedingt bauen müssen. Forester muss auf jeden Fall gebaut werden. Okay, ich werde euch nicht mehr so weit rausschicken. Geht schön ins Warme. Esst euch satt. Heizt und macht und wuselt und ich weiß nicht was. Habe ich noch einen Woodcutter? Ja, ich habe einen Woodcutter. Fischer, komm, doppelt, dreifach. Betrieb. Firewood is low. Nein. So. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was kommt. Jetzt im MT-Stil Winter. Baut das bitte fertig. Bilder. Ich brauche mehr Bilder. Also keine Bilder.
Bilder, Bauer. Ja, Bauer. Genau. Geht doch zackig. Wenn das steht, kann das meinetwegen. Ach, da fehlen. Nee, dein Ernst. Wie läppsch. Das ist ja richtig läppsch. Das müsste noch reichen. Komm mal. Nur transportieren, bitte, 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 bitte. Wo gehst du? Wo gehst du? Oh, hier. Ja, wir brauchen wirklich Vieh. Das können wir uns, glaube ich, nur erhandeln. Schauen wir mal, was haben wir denn? 62, 45. Ja, ist ein bisschen teuer, da müssen wir noch warten. Auch teuer. So blöd es sich anhört, wir sollten auch daran denken. So. Der Jäger ist ja voll nützlich. Das ist unglaublich. Ja, wir brauchen Holz. Wir haben einen Woodcutter. Weiter, oder? Nein, wir brauchen noch Stein. Ach, seid schon harte Nüsse. So, verirrt euch nicht, ihr Lieben. Stein. Boah, gibt es da Wild? Das ist krass. Was willst du denn jetzt? Blocks. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt wieder an die Loks denken. Der Winter naht. Thank you.
Oh, doch. Wir haben es. Ach, der ist wirklich am Jagen. Der tut nicht nur so. Ja. Wir haben schon ein bisschen was. Nicht schlecht. Der Winter ist auch da. Bitte tut was für den Winter. Und... Gatherer. Zu lange, zu weit rausgehen und zerfriert ihr noch hier, Leute. Das will ich nicht. Das ist Iron. Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Stein. Ups. Da haben wir einen. Ja, der Trader, der ist momentan auch leider nutzlos. Ah, okay. Es ist so weit war ich noch nicht. Okay, ich verstehe. Auch nutzlos. Hier müsste ich den hinsetzen. Muss doch verbunden sein. Oder auch nicht. Okay. Ich glaube, das wird nichts bringen. Das ist eine schöne Idee. Der kleine See hier erinnert mich auch an die Eifel, an die Mare, die es da gibt. Die Mare sind ja mit Wasser aufgefüllte Vulkankrater, aber ja, nicht Krater in dem Sinne, sondern die Höhe einfach so flach. Ist ja was so weit. So. Jetzt habt ihr da Platz. Soll, dass ihr schon ableben sollt. Nein, im Gegenteil. Lebt lange und erfolgreich. Und es ist Nachwuchs da. Schaut euch das an. Gut, das bedeutet, wir müssen bald mal anfangen zu expandieren. Berge. Oh. Da ist ein Händler. Komm zu uns. Komm zu uns. Mach es irgendwie. Ist mir egal. Ach, Menno. Nee, er wird nicht zu uns kommen. Das geht. Das ist schön. Gut, aber... Ciao. Da kann ich einen Trader gebrauchen. Da macht er Sinn. Okay, das Ganze wird jetzt ein bisschen erschwert, weil die Map jetzt nicht so... Oh, was wollt ihr? Locksnow? Ach, da sind keine Locksnow. Meine Güte. Öffnet doch mal die Augen. Da sind so viele Locks. So, machen wir mal 4 Bilder. Aber nicht Forster. Das könnte ein Hunter. 2 Hunter. Thank you.
Na gut, also wichtig für uns wird sein, zu expandieren auf jeden Fall. Und wir haben nicht so schön flaches Gelände, wie ich sehe. Ne? Immer so bergig, hügelig. Und die Map ist doch schon klein. Und ich spiele schon auf Medium. Krass. Na, wir werden sehen, wie weit wir mit diesem Spielstand hier kommen können. Vielleicht müssen wir nochmal anfangen mit einer, ja, mit der maximalen Größe. Schauen wir mal. Kriegen wir die Ressourcen hier raus, frage ich mich. Fisherman könnte man noch hier hinbauen. Das wäre interessant. So, 4. Schön anpflanzen, den Jungen. Jetzt ein weiterer Winter und wir sind noch fast bei 50 Minuten. Ich würde sagen, für die erste Folge sollte das sein. Ich hatte ein bisschen das Fieber gepackt, sonst spiele ich hier noch, ich weiß nicht wie lange weiter. Und ursprünglich, muss ich eingestehen, wollte ich erst die Folge so 20, 25 Minuten lang machen. Okay, es ist die erste Folge. Bei den weiteren Folgen werde ich sehr wahrscheinlich so um die 20, 25 Minuten machen. Ich hoffe es. Sagte er und machte doppelt so lang. Gut. Ich mag das Spiel sehr. Ab und zu habt ihr gemerkt, war ich auch ruhig. Ich war am Gucken, war einfach nur am Beobachten und ja, abgelenkt. Und das wird schon was heißen fürs Spiel. Ne? Ja. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr Ideen, Tipps und Vorschläge habt, vielleicht auch mit den Einstellungen der Welt, das ist eine größere Welt, ist ein bisschen flacher, vielleicht nicht so extrem bergisch und so. Vielleicht einen netten Seed oder so. Falls wir mal das hier neu starten müssen. Ich mache es jetzt auch von den nächsten Folgen abhängig. Ne? Vielleicht spiele ich das wirklich so 5 Folgen durch und dann neu starten, einen anderen Seed. Ne? Gut, wenn ihr sowas habt, einfach in die Kommentare schreiben. Freue ich mich sehr, auch über den einen oder anderen netten Plausch. Und meine lieben Nemos, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss.